Servus, ihr wartet wahrscheinlich jetzt The Movies. Da muss ich euch leider enttäuschen, The Movies wird diese Woche erstmal nicht mehr erscheinen. Ich hoffe, dass Montag die neue Folge kommen wird. Das Problem ist folgendes, das Spiel stürzt jetzt regelmäßig ab, ich kann nicht mehr speichern, und vor allen Dingen, sobald ich Fraps starte, stürzt das Spiel auch noch ab. Also irgendwas stimmt in dem Spiel nicht, ich habe einige Sachen versucht. Ich habe es jetzt mal deinstalliert, wollte es jetzt wieder installieren. Das Problem ist, die Disk von dem Hauptspiel wird von meinem Laptop nicht erkannt. Ich habe, glaube ich, auch beim ersten Mal, glaube ich, 100 Mal gefühlt die CD rein und wieder rausgeschoben aus dem Laufwerk, bis es dann irgendwann mal gelesen hat und dann auch das Spiel installiert hat. Das Problem habe ich jetzt wieder. Das heißt, ich kann das Spiel nicht installieren. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir das Spiel jetzt über eBay neu geholt. Für schlappe 17 Euro habe ich mir die Gold-Edition mit beiden Versionen nochmal geholt, vorsichtshalber. Nicht nur, weil ich sehr viel Spaß daran habe, wie der Austausch zwischen uns untereinander sehr gut funktioniert und das mich auch natürlich sehr freut, dass ihr da so zahlreich mitmacht. Nein, ich selbst habe natürlich auch Riesenspaß an dem Spiel und möchte natürlich eine funktionierende Version hier haben. Also, das Spiel ist unterwegs. Ich habe auch schon die Bestätigung bekommen, dass es abgeschickt wurde. Es wird wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag ankommen. Wenn das der Fall ist, werde ich natürlich sofort dran machen und für Montag dann eine Folge fertig machen. Also, ich sag nur, drückt mir die Daumen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir halten den Montag jetzt erstmal fest. Wenn sich da was ändern sollte und es mir komplett in die Hose geht, werde ich mich nochmal melden. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für euer Verständnis, dass The Movies jetzt erstmal nicht kommen wird. Wie gesagt, ich werde am Laufenden bleiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt The Movies.